Willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat Februar. Und ich glaube, es ist ein bisschen komisch momentan mit meinem Video-Upload, dass das nicht immer am Ende des Monats kommt, also der Vlog, sondern irgendwie mittendrin vom Folgemonat. Aber ja, ich versuche das nach und nach so ein bisschen aufzuholen. Also ja, das ist der Monat Februar, den ich jetzt filme. Und mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit, so im letzten halben Jahr bestimmt, kaum noch so Interior-Sachen hatte, weil wir einfach auch nicht so viel gemacht haben in der Wohnung. Wir hatten ja ganz am Anfang, wo ich den mit den Vlogs angefangen habe, immer sehr, sehr viele Interior-Projekte gehabt, was immer sehr cool war, das so zu teilen und euch so mitzunehmen, wie sich was verändert. Aber in der letzten Zeit haben wir tatsächlich gar nicht so viel gemacht. Und auch jetzt ist so auf unserer To-Do-Liste sind da irgendwie nur so kleinere Sachen drauf, wie zum Beispiel irgendwie so Leisten von den Küchenschränken anbauen oder irgendwie ein paar Pinsel, ja so Farb-Touch-Ups, aber noch nichts wirklich Großes. Ja, aber ich denke, ein kleines Projekt wird auf jeden Fall in diesem Jahr kommen, aber ich muss vorher im Schlafzimmer so ein bisschen ausmisten, also immer noch mehr und mehr ausmisten. Aber ja, heute mache ich zwar nicht so richtig was Interiormäßiges, aber zumindest was ja so Küchenorganisation betrifft. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich so die ganzen, ja so, wo ich so ein paar Sachen umorganisiert habe in der Küche und das fandet ihr eigentlich ganz interessant. Ich finde das auch immer irgendwie ganz cool zu sehen. Und ich habe da jetzt ein bisschen bei Muji eingekauft, Muji, und ganz viele von diesen Boxen hier geholt, die ich liebe. Ich habe ja so ein paar von denen schon vorher gehabt, weil wir eine riesen Bestellung gemacht haben mit allen möglichen Getreidesachen und jetzt fallen mir die ganzen Wörter nicht ein. Ja, so Sachen, die man im Müsli braucht und auch, wenn man selber so Brot backen möchte, was ja kein Mehl beinhaltet, also so wie pures Brot bzw. glutenfreies Brot. Da haben uns Elisa und Ersan drauf gebracht, die backen nämlich ab und zu mal so Brot mit allen möglichen Nüssen, die sie da haben oder Hafer oder was auch immer, was man halt so da hat. Und wir lieben es, ab und zu mal so das pure Brot zu kaufen. Aber eigentlich ist es schlauer, das dann halt eigentlich immer mal wieder selbst zu backen. Und ja, deswegen haben wir da so eine riesen Bestellung gemacht. Und dann sind wir auf das Problem gekommen, wie lagern wir das Ganze? Weil es sind so 2 Kilo Tüten jeweils. Und ja, deswegen habe ich einen kleinen Boxenstopp bei Muji gemacht und diese Boxen hier geholt. Und die werden wir jetzt gemeinsam befüllen. Keine Ahnung, ob das überhaupt andersweise interessant ist anzugucken, aber wir machen das jetzt einfach mal. So, ich habe die Boxen jetzt gerade abgewaschen und jetzt können wir die endlich füllen. Als erstes haben wir hier so Soja Crispies Kakao. Die hatten wir schon mal und das sind eigentlich ganz coole. Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Topping, was so proteinreich ist, nicht zu süß, aber einfach ein bisschen das Müsli nochmal Geschmack verleiht, beziehungsweise irgendwie mal so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Dann eine Riesenpackung Dinkelflocken. Und Haferkleie. Dann Buchweizen, außerdem Leinsamen, geschrotet, dann noch große Haferflocken, dann Grünkern und Dinkelkerne. Und zu guter Letzt, was nicht zum Rest passt, aber wir haben hier so Soja-Geschnetzeltes gekauft, weil das eigentlich auch immer ganz praktisch ist, das so ein bisschen auf Vorrat zu haben, weil man das eben gut vorrätig haben kann, weil es getrocknet ist
Und ja. Ah ja, was mir einfällt, einige von euch würden jetzt bestimmt denken, ja, warum haben wir uns nicht einfach so eine fertige Mischung gekauft? Es gibt ja bei Koro auch so eine Brotbackmischung oder weiß was ich, so Mehrkernmischung, wie auch immer. Aber genau diese sind halt auch die ganze Zeit ausverkauft. Deswegen haben wir jetzt einfach so ein paar verschiedene separat bestellt und ja. So, ich habe jetzt alles befüllt. Was nicht ganz so ideal ist, ist, dass immer ein bisschen was übrig ist in den Packungen. Also das sind halt so 2,2 Liter Boxen und ja, die ganzen Tüten sind ungefähr meistens so um die 2 Kilo, aber vom Volumen her einfach ein bisschen mehr als das. Ja, aber ich sag mal so, zur tagtäglichen Benutzung ist es halt einfacher, irgendwie aus diesen Boxen die ganzen Inhalte zu nehmen, als irgendwie aus den Tüten. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Aber ja, entweder spielt sich das mit der Zeit lang so ein bisschen ein oder ich müsste mich mal umsehen nach größeren Boxen für ein paar der Sachen, so dass nicht alle in diesen 2,2 Boxen gelagert werden, aber ja, das ist, das muss man einfach über die Zeit so ein bisschen sehen. Das ist immer so eine Sache bei so Aufbewahrungssachen. Ich finde das immer, kann man nicht so perfekt planen oder kann man vielleicht, aber ja, ich plane es jedenfalls nicht super perfekt. Übrigens wäre natürlich noch besser, wenn man so einen Label Maker hat, was ich auch habe, aber der hat gerade keinen, ja, da muss ich irgendwie dieses Blatt nachfüllen. Jedenfalls, wenn man das halt hier nochmal belabeln würde, damit man auch weiß, was drin ist, aber ja, dadurch, dass es so halbdurchsichtig ist, geht das eigentlich auch, aber ja, mit Labels ist natürlich nochmal besser. So, in dieser Schublade habe ich hier nämlich unsere Frühstücksschublade und das ist auch die einzige Schublade, wo diese Boxen auch wirklich reinpassen, einfach wegen dieser Einlage da immer. Und ja, ich glaube, das muss ich dann mal so ein bisschen umordnen. Aber wie ihr seht, da habe ich halt hier schon hier noch diese Glasbehälter vom letzten Mal, die wir auch tagtäglich benutzen. Und hier war auch so ein paar leere. Und ja, ich gucke mal, ob ich da irgendwie eine sinnvolle Ordnung reinbringen kann. So, ich habe jetzt alles reingemacht. So sieht jetzt die ganze Schublade aus. Hier habe ich halt dann die Sachen, die wir wirklich jeden Tag dann irgendwie benutzen und hier halt die, die eben nicht so oft zum Einsatz kommen, aber ja, zumindest ist es irgendwie halbwegs ordentlich hier. Naja, das ist jedenfalls die Frühstücksschublade mit den Frühstückssachen und auch Frühstücksaufstrichen und so weiter. Und hier meine relativ chaotische Teeschublade und so ein paar Supplements und so weiter. Aber ja, ich finde es ganz gut, wenn alles so an einem Ort ist. Hier sieht es ein bisschen weniger ordentlich aus, aber das ist so die ja, herzhafte Vorratsschublade sozusagen. Also so Mehl, Kichererbsen, Nudeln und Quinoa und so ein Kram, Zucker und so weiter. Ja, da kann man einfach so ein paar Verpackungen einfach auch nicht vermeiden. Das ist dann irgendwie Quatsch, das für so zweimal benutzen irgendwie umzufüllen. Aber ja, wie ihr seht, es ist halt nichts belabelt, aber eigentlich kamen wir damit auch immer ganz gut klar und sehen halt, was was ist. Und nur beim Mehl habe ich mir meistens dann irgendwie noch so einen Zettel reingemacht von der Verpackung, damit ich weiß, welcher Typ Mehl da drin ist. Und
ja, so ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, zumindest habe ich es geschafft, die ganzen Sachen von der Bestellung irgendwie zu verstauen, einzuordnen und auch irgendwie die Restpackungen habe ich jetzt auch alle in eine Schublade, wo sowieso bei uns immer so gemischte Sachen reinkommen. Und ja, ich muss euch mal mitnehmen, wenn ich dann dieses Brot ausprobiere, was er dann immer backt. Das pure Brot quasi. Er meinte, eigentlich ist das Rezept auch gar nicht großartig wild. Man benutzt halt einfach das, was man so da hat. Aber ja, mal gucken, ob ich es diesen Monat noch mache oder im nächsten. Aber ja, demnächst werdet ihr das dann auf jeden Fall sehen. Und ja, das war es dann erstmal an dieser Stelle. So, ich wollte euch noch schnell mal ein Outfit zeigen, was ich letztens zu einem Event anhatte, aber vergessen habe zu filmen und deswegen habe ich es jetzt schnell angezogen, aber die Hose ist total zerknittert. Ich habe sie jetzt nicht nochmal gesteamt, aber ja, an dem Tag war sie gesteamt, also nur damit ihr wisst. Aber ja, ich wollte euch das Outfit nochmal schnell zeigen, weil ich es irgendwie mal ganz cool fand. Und zwar trage ich den Vintage Yves Saint Laurent Blazer über einen zugeknöpften weißen Hemd von Gant. Dazu die schwarze Richard Beil Hose, die so ein bisschen hüftiger ist. Dann so Sockboots von Arket mit diesem coolen Blockabsatz. Und die The Row 90s Bag. Und ich hatte an dem Tag keine Idee, was ich anziehen sollte und habe dann schnell bei Instagram geguckt oder irgendwie habe geguckt, ob ich da irgendwie noch eine Inspiration finde und habe dann ein Foto gefunden von einer The Row Kollektion, wo das auch so gestylt wurde mit einem kurzen Blazer über einem Hemd und dachte so, das ist irgendwie mal ganz interessant und habe das dann hier in meinen Kleiderschrank rausgesucht und fand es dann irgendwie mal ganz cool, mal ein bisschen was anderes und ja, das Outfit wollte ich dann auch euch nochmal zeigen. So, ich möchte mit euch mal so ein paar YouTube-Kanäle teilen, die ich, sagen wir mal, in den letzten 12 Monaten oder auch ganz kürzlich für mich entdeckt habe und gerne schaue, wenn da mal ein Video aufpoppt, was mich interessiert. Und ich habe ja schon, ich glaube, zweimal so meine Lieblings-YouTuber gezeigt. Ich versuche mal, die zwei Videos rauszusuchen, wo das stattfindet, damit ihr euch da mal so durchklicken könnt, falls euch das interessiert. Aber da habe ich überwiegend so typische YouTuber gezeigt. Also da, wo die Person mehr im Vordergrund steht, irgendwie mit Daily-Vlogs oder Personal-Style-Sachen, sowas. Aber die 4 Accounts, die ich euch zeigen möchte, sind ein bisschen anders. Und da behandelt so jedes
Video in ein bestimmtes Thema. Ich habe mich jetzt nicht so krass vorbereitet. Also ich habe so meinen Laptop hier neben mir und die Kanäle geöffnet, aber ich habe mir jetzt nicht im Vorfeld so wirklich Gedanken gemacht, was ich zu den jeweiligen Accounts sage. Also entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen wirr ist vielleicht. Jedenfalls, den ersten Account, den ich euch empfehlen würde, ist Mary's Room. Und auf den YouTube-Kanal bin ich gestoßen mit dem Video oder durch das Video 90s Minimalism. Und das Video war schon super gut gemacht. Und was auch typisch ist für Mary's Video, ist, dass sie das immer schön bebildert. Also bei dem 90s Minimalism Video waren viele Runway-Shots dabei oder irgendwie Fotos von Kampagnen aus den 90ern oder Celebrity-Style-Fotos. Also es ist immer sehr schön bebildert und dadurch einfach auch optisch schön anzuschauen, die Videos. Und ja, es ist dadurch informativ, aber auch gleichzeitig sehr inspirierend, weil man einfach auch gutes Fashion-Footage sieht. Und ja, auch themenmäßig sind es einfach Themen, die mich interessieren. Also jetzt 90s Minimalism oder dann gab es ein Video 90s bis 2000s. Oder auch sehr viel The Row und Olsen Twins Themen. Sie macht aber auch so Style-Analysen von Celebrities, zum Beispiel Kendall Jenner oder Jennifer Lawrence, die momentan ja auch sehr viel The Row trägt. Sie macht aber auch Videos wie zum Beispiel, was für eine Tasche sie sich jetzt irgendwie gekauft hat oder was auf ihrer Handbag-Wishlist steht. Also solche Videos gibt es dann auch. Aber sie sticht auf jeden Fall hervor durch so gut recherchierte Mode-Videos. Ja, kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen, der da auch so einen ähnlichen Geschmack hat. Auch Phoebe Philo ist immer mal wieder ein Thema. Und ja, Mary's Room ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Dann hätten wir den Account von Tuba Avalon. Tubas Kanal, auf ihren Kanal bin ich das erste Mal gestoßen durch ihr Video Reacting to my 2-year-old Phoebe Philo Prediction Video. Also ja, auch da war anscheinend Phoebe Philo so ein Anhaltspunkt oder Anknüpfpunkt für mich. Seitdem bin ich Subscriber von ihrem Account. Weil auch sie ihre Videos sehr gut aufbereitet und da man merkt, da steckt sehr viel Wissen zum Thema Mode, zu Modethemen dahinter. Und sie hat selbst auch einen sehr coolen Stil und auch eine starke Meinung zu bestimmten Modethemen und Trends und wie auch immer. Ein Video ist zum Beispiel All the Trends You Hate in 2023. Und ich mag auch ihren Humor einfach total gerne. Der ist sehr, sehr unterhaltsam, so ein bisschen ironisch. Und ja, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut anzuschauen. Tuba macht ihre Videos alle auf Englisch und sie kommt aber tatsächlich eigentlich aus Deutschland. Ich habe aber am Anfang erst gedacht, dass sie Französin ist, weil ihr Akzent im Englischen so französisch klingt. Aber sie lebt auch in Paris momentan, vielleicht kommt es daher. Das mal so als Side-Information. Ja, ihr Account auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert und informativ. Und unterhaltsam gleichzeitig. Ein Video, was ich gerne highlighten würde, ist Why You Look Bad in Oversized Clothes. Ja, ihr wisst, ich trage hier selber ganz gerne Oversized. Und das Video ist auch sehr, sehr cool aufbereitet gewesen. Sie hat es so in so drei Kategorien eingeteilt. Und ja, entweder kann man es mal gucken, wenn man Oversized Clothing eh mag. Oder auch, wenn man es nicht so ganz nachvollziehen kann, ist es dann auch vielleicht mal ein gutes Video, sich anzuschauen. Ja, das waren so die zwei Kanäle, die mehr den Fokus auf Modethemen haben. Die nächsten zwei Accounts sind so ein bisschen mehr, ich sag mal, Pop-Culture, könnte man das vielleicht zusammenfassen. Und zwar der dritte Account ist von Mina Lee. Einer der ersten Videos, die ich von ihr gesehen habe im letzten Jahr, war zum Beispiel Toxic Femininity oder Explaining the Gen Z Maximalism Trend oder Explaining the Old Money Aesthetic. Das war auch sehr interessant zu schauen. Ja, auch ihre Videos sind sehr gut aufbereitet und sehr gut recherchiert und auch teilweise so ein richtiger Deep Dive in so Themen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass man da so weit irgendwie in die Vergangenheit zurückgehen kann oder so. Oder in was für Ursprünge die Ursprünge von manchen Sachen. Das sind teilweise auch so Themen, über die man sich vielleicht
gar nicht so Gedanken gemacht hat, aber die dann doch irgendwie so total interessant waren, für mich jedenfalls. Und ja, das der letzte Account, den ich cool finde, beziehungsweise auch einfach immer mal wieder unterhaltsam, ist The Take. Und das sind so meistens eigentlich so Film- oder Serien-related Sachen. Also irgendwie so Tropes, so, ja, so bestimmte Charaktertypen, die irgendwie analysiert werden, die immer mal wieder in Videos, nicht in Videos, in Filmen oder Serien vorkommen. Oder andere Analysen, wie zum Beispiel zum Thema Gilmore Girls oder Sex in the City. Weiß nicht, ob es da jetzt so Celebrity-Sachen gibt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, alles so zum Thema Filme und Serien. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, manchmal um neue Filmempfehlungen oder Serien zu entdecken, die man noch nicht gesehen hat. Also ja, das ist auch irgendwie ein Kanal, wo immer mal wieder ein Video aufpoppt, wo ich denke so, oh, das ist irgendwie vielleicht ganz interessant oder das gucke ich mir mal an. Ja, das waren jedenfalls so die 4 Accounts, die ich euch an dieser Stelle mal vorstellen wollte und empfehlen wollte. Und vielleicht interessiert es ja euch auch ein Stück weit. Ich bereite gerade ein neues 7 Days, 7 Looks vor und wie immer gibt es ein Riesenchaos und das ist nur in diesem Zimmer, das ist wie so ein Minenfeld. Hier sieht es nämlich auch nicht besser aus. Wow. So, da sind wir wieder am Ende eines Monats. Ich versuche, den Monat so im Kopf so ein bisschen Revue passieren zu lassen, aber mir fällt sowas total schwer, weil ich mich immer so ganz schlecht an Sachen erinnern kann, die passiert sind. Also teilweise auch Sachen, die gestern gewesen sind, weiß ich nicht mehr. Was habe ich gestern gemacht? Was ist gestern passiert? Also ja, das ist ganz, ganz komisch. Gesina, ich verlinke euch ihren Instagram-Account und auch TikTok-Account mal in der Infobox, hat das Thema auch vor kurzem auch angesprochen in einem Post, also dass man das Gefühl hat, dass das Gehirn so richtig abbaut irgendwie und bei mir eben macht es sich dadurch deutlich, dass ich mich an Sachen einfach nicht mehr erinnern kann, die gar nicht so lange her sind. Wie gesagt, ein Tag reicht schon und so, keine Ahnung, was passiert ist. Ganz, ganz komisch. Naja, jedenfalls, der Monat Februar. Eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall ändern kann, ist, dass ich diesen Monat endlich mal wieder einen Brunch gemacht habe. Das habt ihr vielleicht über die letzten Jahre mitbekommen. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Ich versuche es regelmäßig zu machen, schaffe es aber nicht so, so häufig. Aber ja, ich mache gerne so Brunch bei uns zu Hause, wo ich dann Freunde einlade und wir dann eigentlich quasi den ganzen Tag brunchen und quatschen. So All-Day-Brunch sozusagen. Ja, und das habe ich diesen Monat wieder gemacht, aber diesmal in einer Couple Edition. Das heißt, alle Freundinnen konnten auch ihren Freund mitnehmen, weil sonst sind es meistens nur meine
Freundinnen gewesen, die dabei waren. Aber dadurch, dass wir auch meistens eigentlich immer mit dem ganzen Pärchen befreundet sind, war es dann auch mal cool, beide dabei zu haben. Dadurch waren es aber auch sehr, sehr schnell viele Leute und wir waren im Endeffekt 11 Personen. Und vielleicht habe ich mich da so ganz bisschen überschätzt. Wir haben es alles hinbekommen, aber ich glaube, das nächste Mal mache ich wieder eine etwas kleinere Runde. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag das halt einfach, viele Freunde auf einem Fleck zu haben und irgendwie gemeinsam Sachen zu machen. Und der Brunch an sich wurde auch sehr gut, also was das Essen betrifft. Ich habe das erste Mal so Crepes ausprobiert für den Brunch und habe mir das dann auch direkt gemerkt, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder machen muss, weil die super lecker waren und die waren quasi der Renner. Und die waren auch sehr easy vorzubereiten, also einfach die Mischung schon vorbereiten und dann kurz vorher, beziehungsweise es muss eigentlich gar nicht kurz vorher sein, aber da macht man dann halt schnell die Crepes in der Pfanne. Was heißt schnell? Also wir hatten so viele, dass das, glaube ich, 14 Minuten gedauert hat oder so. Da hat mir Desi zum Glück geholfen. Sie ist nämlich früher gekommen und hat dann das Anbraten in der Pfanne gemacht. Sagt man das bei Crepes, Anbraten? Kommt mir irgendwie komisch vor. Naja, aber die muss ich das nächste Mal auf jeden Fall auch machen, weil man die eben so gut vorbereiten kann und man kann damit dadurch viele machen und einfach in den Toppings so ein bisschen variieren. Wir hatten zum Beispiel Zitrone und Zucker und Butter oder Frischkäse und Marmelade und ja, da kann man einfach ganz easy variieren in der Zukunft oder da halt einfach verschiedene Optionen anbieten. Und was auch gut war, war Gurkensalat, den würde ich glaube ich auch nochmal machen, weil es irgendwie eine ganz gute frische Abwechslung ist und der auch sehr easy zu machen ist und auch optisch irgendwie ansprechend war. Ja, was ich glaube ich das nächste Mal nicht nochmal machen werde, beziehungsweise wir, Johannes und ich, ist Grilled Cheese. Wir hatten nämlich dieses Mal Grilled Cheese und das war irgendwie vom Gedanken her cool und auch lecker, aber dann in der Umsetzung so ein bisschen schwieriger. Also es war dann so ein bisschen umständlicher, das dann ja, zu machen, zuzubereiten. Also man konnte zwar ein Stück weit vorbereiten, aber die sollte man dann schon irgendwie frisch machen und weil sie frisch einfach am besten schmecken und das war dann irgendwie unpraktisch, weil dann doch irgendwie jemand in der Küche stehen sollte. Und dann ist idealerweise ist beim Brunch so, dass man halt wirklich die ganze Zeit am Tisch auch sein kann, weil alles schon vorbereitet ist oder so. Ja, jetzt vertiefe ich mich total in diesem Thema. Ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, aber ja, das war auf jeden Fall so eins der Highlights in diesem Monat, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Vielleicht mache ich das in den nächsten Monat nochmal. März weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber im April auf jeden Fall mache ich das nochmal. Und dann in, wie gesagt, in etwas kleinerer Runde. Und ja, ich muss es halt einfach auch super, einfach öfter machen und mir öfter vornehmen, damit man einfach so ein bisschen auch so rotieren kann mit den Leuten, die man einladen kann, weil es eben, wie gesagt, begrenzt ist, wie viele Leute ich einladen kann und kann halt auch nicht jedes Mal jeden einladen. Deswegen, je mehr ich das mache, desto besser. Ja, ist auch immer cool, irgendwie neue Rezepte oder so auszuprobieren. Wie eben das Rezept für die Crepes, das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da habe ich ein Reel, glaube ich, war das, ein Reel gesehen, mit einem Crepe-Gericht und da war the secret ingredient Bier und ich habe 0,0% Bier genommen und keine Ahnung, ob das das gleiche Prinzip ist wie bei so Mineralwasser bei Flammkuchenteig, aber ja, war auf jeden Fall auch irgendwie ganz interessant, deswegen wollte ich das ausprobieren und die Crepes wurden auf jeden Fall gut, keine Ahnung, ob es jetzt am Bier lag, aber ja. Das war so eine Besonderheit in diesem Rezept, sage ich mal. Ja, so viel zum Thema Brunch. Ansonsten, Tomb Raider Remastered ist endlich rausgekommen. Also Tomb Raider 1 bis 3 wurde remastered. Remastered, das ist immer noch schlechte Grafik, aber ja, einfach so ein bisschen für die Nostalgie. Tomb Raider 2 war jedenfalls einer meiner aller Lieblingsspiele damals, neben Need for Speed 2 oder so und Sims natürlich, Sims 1 und 2.
Ja, das kam raus für die PlayStation, ich weiß nicht, ob für mehr Konsolen. Jedenfalls haben wir uns das mal angeschaut und auch so ein bisschen gespielt. Es war aber sehr, sehr gewöhnungsbedürftig von der Steuerung, weil man hat es damals ja auch immer nur mit Tastatur gespielt und so mit dem Controller ist es schon so ein bisschen komisch gewesen und nicht ganz einfach. Aber ja, das haben wir so ein bisschen gespielt, hat uns jetzt aber nicht so krass gehuckt, dass wir das jetzt super viel gespielt haben. Also wir haben es so ein paar Mal gespielt und dann nicht mehr. Naja, ja, so viel zum Thema PlayStation. Zum Thema Haare wollte ich vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen. Die sind nämlich super krass lang geworden. So wie eigentlich genau vor einem Jahr. Da hatte ich, glaube ich, auch genau diese Länge und habe sie mir dann, ich glaube, so kurz geschnitten. Und ich bin auch wieder so kurz davor, mir sie wieder so knallhart so abzuschneiden, weil ja, irgendwie, ach, es ist auch langweilig irgendwie so einfach lang. Man weiß schon gar nicht, was man damit machen soll. Oder ich schneide mir wieder einen Pony. Vielleicht wird das eine Idee. Aber dann hatte ich dann wiederum wieder weniger Haare. Das nimmt halt auch ein bisschen Volumen weg. Keine Ahnung. Okay. Thema Haare werden wir vielleicht im nächsten Monat nochmal ansprechen beziehungsweise da aktiv werden. Bis dahin muss ich mich mal ein bisschen entscheiden, was ich machen werde. Oder ich lasse es einfach so. Keine Ahnung. Ich kann mich schlecht entscheiden. Okay, bevor ich jetzt hier weiter endlos rumrede über irgendwelche Themen, beenden wir dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!